aus den Erfahrungen meiner Kumpels, die leider nicht mehr reden können, weil sie tot sind. Los! Los. Wisst ihr, was die stärkste Waffe des Menschen ist? Es ist euer Verstand. Richtig, und viele Menschen laufen unbewaffnet durch die... Ich kann kurz und dolle, aber nicht lange und dolle. So, ich mache mal Kurzhantel drücken, über Kopf. Eher im Bodybuilding-Stil, versuche mich ein bisschen mehr auf die Muskulatur zu konzentrieren. Also nicht so, dass ich sage, ich versuche um jeden Preis Gewicht zu bewegen, sondern jetzt gehe ich wirklich mal über das Muskelgefühl. Schön sauber. Sieht gut aus. Kommt richtig gut. Geht noch ein bisschen mehr. Das ist jetzt also die dritte und die vierte Übung. Als Übersatz gehe ich mir die Wiederholungszahl ein bisschen hoch. Ne? Und das für 10 und 15. Pumping Style! Ja, tief im Herzen sind wir alles Bodybuilder, ne? Nee, natürlich nicht. Ich bin Kampfsportler und Kraftsportler. Naja, Kraft ist bei mir mal relativ. Ja, ist mehr Bodybuilder als ich. Müsste mal heimlich beim Training beobachten. Pump die Muskeln auf. Guck den Spiegel, guck doch, ob alles da ist. Muss alles da? Weitermachen. So, noch mehr, okay, aufblasen. Noch mehr aufblasen. So, zu dem Thema, zum Thema aufblasen. Hier. Ja. So, aufblasen. Nur die Muskeln. Wer ist jetzt hier der Bodybuilder? So, Carsten, Schulter ist nicht ganz stabil. Deswegen nehmen wir die Maschine. Aber die ist sicherer. Bei Kurzhanteln müssen ja beide Körperhälften voneinander unabhängig arbeiten. Das erfordert mehr Stabilisation. Das umgehen wir jetzt durch diese Maschine. So, zweiter Satz. Kugelrunde, Kanonenkugel, Schulter, Kopf. Ich finde es schön, dass er von mir spricht. Come on. Come on. Sehr gut, sehr schöne Ausführung. Und von der Seite sieht man den geraden. Perfekten Weg. Na komm, da komm. Super. Und rüber. Da geht noch was, los, come on! Wie der Rücken erstmal aussieht, wenn er fettfrei ist, das wäre interessant. Wo sind eigentlich, krass, wo sind deine Problemzonen? Hast du Problemzonen? Problemzonen? Jeder Mensch hat Problemzonen. Wo ist deine Hüfte? Oh, nicht. Hüfte, also zu Weihnachten definitiv die Hüfte. Ja. Ich glaube, zu Weihnachten haben wir alle Probleme auf der Hüfte oder am ganzen Torso. Aber so kann ich mal sagen, wo ist meine größte Problemzone? Ach, weiß ich gar nicht. Mein Ego? Hey, guck mal, wer da ist. Romano Rangel. In the house, lässt sich keiner rein, oder? Doch, ist offen. Das Film hier. Guck mal hier. Da. Komm her, ja, komm her. Die Frisur sitzt. Achso. Ich war heute beim Friseur. Wer du lachst? Er war beim Friseur. Ja, ich war beim Friseur. Wahrscheinlich polieren. Der gute alte Lichtmerger. Friseursalon, Jeschke. So, du bist dran. Das Romano, das Carsten. Carsten Romano. Ich bin schon fleißig da.
Ja, ja. Ich mache jetzt die nächste Oberkörpereinheit. Das macht doch Dienstag, Freitag, weißt du? Ja, aber komm. Schub. Und weiter, komm mal, push. Alter Poser, komm, push. Lass mal den Kopf vorne, Carsten. Schub vorne aus dem Kopf. Ja. Und push. Yes. Schub. Und noch Zweifelskämpfstahl. Komm, Zweifelskämpfstahl. Eins. Kopf vorne und push. Ja, das hat nicht geklappt. Gut, dass ich die Kamera noch weggenommen habe. Du Rabauke, du. Sieben, ich habe mir 50 Stück aus dem Kreuz gelagert. Komm, weiter. Rücken ein bisschen stärker. Und fünf Zug. Jawohl, gut. Immer. Das war eine halbe Wiederholung mehr. Aber jetzt ey, ich wollte jetzt. Scheiße. Ja, hätte ich jetzt. Ich starb an. Du wolltest es so, ich wollte Mitleid zeigen. Zählt sowieso nicht mehr, ist zu viel Zeit vergangen. Zählt nicht mehr. Jetzt abhaken. Romano ist definitiv das komplette Gegenteil. Ja. So, jetzt ist genau das, was ich mir hatte. Komm, gibst du das mal her. Ich hoffe, das habt ihr gehört. Er zeigt euch also jetzt jemanden. Ja, komm mal her. Komm mal her, Romano, komm mal her. Das ist also Typ? Schwiegersohn. Schwiegersohn, das heißt? Ja. Schwiegersmama, Liebling. Jetzt schaut ihr euch mich an. So, und genau das ist das, was ich meine. Deswegen mache ich dieses Programm. Gegen Vorurteile. Nur weil ihr aussieht wie ich, heißt das, dass die Schwiegermutter ihn nicht lieben mag. Wisst ihr aber, genau das Gegenteil ist. Das, wenn sie ihn ganz nah kennenlernt. Ganz. Kannst du vergessen. Nochmal. Nicht das da oben oder dicken Arme zählen. Ja. Das, was hier schlägt. Ich bin ein guter Mensch. Zumindest bin ich das geworden. Und ich bin ein liebender Vater. Glaub mir mal. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema Vater sein. Hört mir genau zu. Wenn ihr anfangt, euren Körper kennenzulernen und euch mit, sag ich mal, gleichälteren Damen oder Herren trifft und ihr zusammen euch vergnügt, solltet ihr immer euch zum einen schützen und zum zweiten daran denken, dass daraus auch Leben entstehen kann. Wenn ihr also zu jung seid und nicht Eltern werden wollt, dann schützt euch bitte, denn wer Sex machen kann oder vögeln kann, der muss auch Verantwortung übernehmen. Und wenn Kinder Kinder kriegen, hat das ganz, ganz, ganz schlimme Auswirkungen für die Kinder, weil das Kind dann nicht richtig erzogen werden kann, weil woher sollen denn Kinder wissen, wie man ein Kind großzieht? So, noch was dazu sagen als Vater? Amen. Amen. Man wirft mir auch immer vor, ich wäre der Moralapostel. Ich habe auch viele Fehler gemacht im Leben und heute versuche ich es einfach richtig zu machen und das auch nach außen zu tragen, für die anderen Generationen. Ob du das noch gerade bügeln kannst, du? Das meiste wahrscheinlich nicht, aber ich tue mein Bestes. Aber kannst du versuchen, genau so ist es. So, biege du mal was gerade, mein Freund. Ja, jetzt sieht er. Oh, Scheiße. Los, 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 los. So was haben wir doch hier nicht im Fernsehen. Los. Ja. Davon kriegt man übrigens Falten, wenn du dir siehst. Oh, fuck. Ja? Kriegt dir mein Falten dir Gesicht an. Kommt nur, weil ich so eine Dinger gemacht habe wie du gerade. Meine Falten kommen vom Lachen. Sag mal, Johannes, wer hat dir eigentlich diesen Täufernamen? Du selber! Los, komm mal! Los! Super! Wird jetzt langsam schwer. Muss ich echt sagen. Wir quälen uns noch einen Satz raus. Dann haben wir die Pflicht erfüllt. Das gehört dazu. Als YouTuber musst du das machen. Nochmal. Und. Du musst mitmachen, du musst synchronisieren. Komm. Achso, nochmal. Besser nicht. Und weiter. Jawohl. Oh, ein noch. Und push. Jawohl. Und zieh durch. 5, 1. 2 Zug. 3 Zug. 4 Zug. 5! Ah, siehst du. Schneid ich raus. Also das älteste Bild, was ich habe,
Das hier ist der Skorpion. Also früher war es ein Skorpion, jetzt ist es wahrscheinlich eine Languste. Aber das Bild habe ich immer 95. Und die meisten Bilder sind so entstanden in meiner kritischen Phase im Leben, wo ich sehr viele schlimme Dinge erlebt habe. Und da habe ich mich dann teilweise sehr mit zwei Tätowierern tätowieren lassen. Ja, da wollte ich mich einfach selbst... Zeitgleich oder was? Zeitgleich, ja. Da wollte ich mich einfach finden. Habe ich aber trotzdem nicht. Viele sagen immer, wenn du alt bist, was denn dann? Ja, dann bin ich ein cooler Opa. Ganz ehrlich, wenn mein Aussehen das einzige Problem ist, wenn ich alt bin, ja, da kann ich kein Leben. Hast du ein Problem? Das ist vollkommen unwichtig. Wisst ihr, was wichtig ist? Wie eure Kinder und die Menschen, die euch lieben, über euch reden und dass die euch lieben. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Wenn ihr keinen um euch herum habt und alle weg sind und scheiße über euch reden, dann habt ihr alles falsch gemacht. Was nutzt euch denn dann? Die dicke Paste, das Riesenhaus, wenn ihr alleine seid und einsam seid. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Immer drüber nachdenken. Aber wenn man von Herzen gibt, vor allem die Liebe, dann werden die Menschen drumherum, die euch lieben und das spüren, für euch da sein, wenn ihr auch alt seid. Wenn ich mal ergänzen darf, ich war ja auch mal ein bisschen jünger. Bei mir war es früher so, dass ich bestimmte Erfahrungen einfach selber machen musste, bestimmte Situationen, Gefühle durchleben musste, um im Nachhinein auch daraus zu lernen. Du appellierst ja immer sehr viel an unsere Jugend oder an die Menschen allgemein. Wenn ihr es irgendwie hinkriegt, die Fehler nicht zu machen, das ist ja wie mit Training. Wenn ich euch sage, achtet mal beim Training da und darauf, macht nicht dieselben Fehler, die ich früher im Training gemacht habe, sonst kriegt ihr Probleme mit dem Rücken oder. Wenn ihr das aufs Leben transportieren könnt, ja, dann wäre das eine richtig geile Sache. Aber letztlich müssen wir realistisch sein. Viele Menschen müssen selber erstmal, das ist wie mit dem Kind, das muss erstmal mit der Hand auf die Herdplatte fassen. Oh, heiß! Fass ich nicht mehr an. Ich sehe das genauso wie ihr. Wir fallen, um aufzustehen. Niemand wird sich ändern, wenn alles positiv und super im Leben läuft. Wir verändern uns nur, wenn Scheiße läuft und wir lernen aus Fehlern, solange wir daraus lernen. Aber es gibt Fehler. Wenn ihr die macht, da kriegt ihr keine zweite Chance. Da seid ihr entweder unter der Erde oder im Knast. Und vor diesen Fehlern müssen euch Menschen, die das erlebt haben, die das wirklich am eigenen Körper gespürt haben, bewahren. Und deswegen mache ich auch das Programm hier in die Schulen, direkt dorthin. Ich gehe da nicht erst hin, wenn es zu spät ist, wenn die verfaulten Äpfel auf dem Boden liegen. Ich gehe da hin, wo der Apfelbaum steht, wo die Äpfel reifen. Und dort spreche ich mit den Kids, dass die aus meinen Erfahrungen, aus den Erfahrungen meiner Kumpels, die leider nicht mehr reden können, weil sie tot sind, und versuche denen zu erklären, dass der Weg, auf dem sie euch heute sind, der gleiche ist, auf dem ich damals war und meine Kumpels waren. Und wo der hinführt. Und das wirkt und das hilft. Mhm. Den Rest müssen die Kids alleine nennen. Wir fallen, um aufzustehen. Und wir sind alle nur die Summe unserer Erlebnisse und dem, was wir durchgemacht haben. Ich habe so viel durchgemacht, das reicht für euch alle. Das will ich nicht. Deswegen ist es für mich wichtig, dass ihr aus den Erfahrungen lernt. Hier wie im Sport, von erfahrenen Leuten wie ihm, die euch zeigen, was richtig und was falsch ist. Und aus dem Leben von Menschen wie mir oder anderen oder auch von Leuten, die jeden Tag damit zu tun haben, wie Polizisten oder Lehrer. Oh ja. Hört auf Menschen, die sich die Zeit für euch nehmen, die vorne stehen und mit euch reden. Respektiert diese Menschen, denn die wollen euch helfen. Die wollen euch beschützen vor dem, was passieren kann. Und dass ihr Wissen lernt. Wisst ihr, was die stärkste Waffe des Menschen ist? Wisst ihr, was die stärkste Waffe des Menschen ist? Es ist euer Verstand. Richtig. Und viele Menschen laufen unbewaffnet durch die Gegend. Das heißt, sie haben keine Hirn. Das Problem ist, wisst ihr was? Ein Gehirn ist eine gute Sache. Ich wäre dafür, dass jeder eins hätte. So, ich kann jetzt gleich die Kamera nicht halten. Müssen wir mal abnehmen. Meine Schulter ist so aufgepumpt. Komm, halt an die Kamera. Oh. So müsst ihr euch mal vorstellen. Der hat so dicke Arme. Und was hat er? Ich wiederhole nochmal. Nochmal zurückspulen. Ich habe so viel Ausdauer. Also, ich könnte gerade einen Marathon laufen, einbeinig. Und jetzt kann er nicht mal so eine 200-Gramm-Kamera halten. Habe ich nie behauptet. Was? Nie behauptet? Ich kann kurz und dolle, aber nicht lange und dolle. Ich weiß, das hat mir deine Frau erzählt. Du kannst kurz und dolle. Der war gemacht. Ja? Der war gemacht. Das, hat er das gerade gesagt? Ja? Aber ich bin mehr für Qualität, ist er? Mehr für Qualität. Na ja, qualitative anderthalb Minuten sind ja auch was Schönes. Said love don't cost a thing. Lied, I couldn't begin to tell you about all of the things I lost. It's not just you, it was me too. Your love was see-through, never equal to mine. It eased to inside, ended up leaving my pride at the door. Now it's gone, we're not right anymore. Erleben wir es wirklich, dass du mal die Klappe hältst? Ich muss sagen, ich bin ein bisschen froh, dass wir uns langsam dem Ende nähern. Kalle macht die Schultern dick. Letzter Push. Im letzten Satz sagen wir, wo ich mal Gas gebe. Nur drei Stück. Eins. Weiter. Zwei. Zug. Monsterrücken.
Ich freue mich dann auch auf mein fettfreies Rumpsteak. Hast du mal ein flüssiges Steak? Kannst du dich? Wunderbar. Komm, erstmal ein Schnaps, ganz wichtig, Schnaps nach dem Training. Prösterchen. Prösterchen. So. Jetzt sind BCAAs, die sind unheimlich wichtig. Nach dem Sport. Damit die Muskeln wieder mit Aminosäuren geflutet werden. Gegen den katabolen Teufel. Ja. Katabol ist der neue Gegenteil von Anabol. Denkt nicht immer dran, Anabol kommt nicht von Anabolika. Damit nichts zu tun. Das bedeutet Eiweiß einlagernd. Und vor allem auch für ältere Menschen. Weil gerade Leute ab 40, 50, 60, 70, 80 älter ihr werdet, desto mehr tendiert euer Körper dazu, Muskeln abzubauen. Wie war das vorhin? Und da solltet ihr unbedingt etwas tun. Trainiert eure Muskeln, egal in welchem Alter ihr seid. Alt sind wir noch lange nicht. Chemstahl, Video verlinke ich. Guckt dieses verdammte Video. Es ist eine verdammte dieses Schande. Dieses verdammt wichtige Video, denn es geht euch alle an. Uns alle. Uns genau. Alle. Denn ja? Es ist so, ich finde es traurig, ganz traurig, dass wir überhaupt Gewaltprävention in Deutschland brauchen. Ja, dass wir Drogenprävention brauchen, dass wir Vorteile haben, dass wir Hass haben, Respektlosigkeit haben, verrohene Jugendliche. Das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Lehrer, die Angst haben. Ja. Vor 5 Klässern werden beleidigt, mit Stühle beschmissen. Das kann nicht sein, das muss aufhören. Jahrelang, alle kicken sie weg, keiner will was tun. Ich habe die Schnauze voll. Ich bin auch nur einer. Aber wenn wir uns alle zusammentun, überlegt mal, ich riskiere alles für meine Freiheit. Freiheit ist das Wichtigste. Kämpft für eure Freiheit, denn wenn es so weitergeht, nutzt uns unsere Freiheit nicht, weil dann haben wir Angst, auf die Straßen zu gehen, weil wir erschlagen werden oder noch Schlimmeres. Kämpft dafür. Schaut nicht weg. Unten in der Infoleiste gibt's den Link zum Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin raus, Kalle auch. Mach's gut, tschüssi. Ciao.